Hallo zu meinem ersten Projekt auf YouTube. Ich möchte das Raspberry Pi jetzt so in ein System mit einbauen und ein System drumherum bauen, dass ich damit Lichter und Geräte schalten kann. Also, man kennt es von solchen Funkschaltern, ich habe gleich einen da. Man kennt es von so Funkschaltern, dass man halt hier zack drückt und dann kann man halt eine Steckdose damit schalten und dann auch Lichter und so weiter. Und so möchte ich das Raspberry Pi umbauen, dass ich damit das Licht in meinem Wohnzimmer schalten kann und meine Stereoanlage auch. Dieses System habe ich schon im Moment am Laufen. Und zwar hier mit dem AVNet.io. Da habe ich das Zeug ein bisschen auf die Seite räumen, dass ich da habe. Da habe ich mir mal ein AVNet.io gekauft und das ermöglicht ja schon dieses Schalten. Und da habe ich dann ein bisschen rausgelegt, so einen Funkschalter genommen, den es schon gibt. Ich weiß nicht, ob man jetzt das Klicken hört, wenn ich hier. Das hat jetzt was geschalten und das habe ich alles mit den Punkten verlötet und dann mit Relais geschaltet, dass der Kreis geschlossen ist. Weil ich habe da nicht richtig, also ich habe für jeden Schalter direkt ans Relais geklemmt, dass das Relais sozusagen diesen Schalter schaltet. Das war nämlich so dermaßen blöd, weil ich konnte nicht die Masse zusammenlegen, weil ansonsten alle geschalten würden und so weiter. Deswegen habe ich es so machen müssen mit diesem Relais-Array. Da habe ich ein Atmega 8 genommen und dann halt ein kleines Programm geschrieben und hier werden die Ports dann geschaltet und mal schauen, mein Handy. Da habe ich es hingelegt gehabt. Da kann man dann hier einfach per mit dem Programm, mal schauen, dass es nicht so blöd spiegelt wegen dem Licht. Mit dem Programm habe ich jetzt hier Schranklicht. Ja, okay, ist jetzt scheiße zum Demonstrieren, weil ich es nicht an Ding angeschlossen habe, aber ich zeige es gleich so, wie es läuft. Und im Moment habe ich das so am Laufen, dass ich das Net.io halt Signale entgegennimmt, dass die über Telnet reinkommen. Und ich dazu auch eine Website habe, die dann auf meinen Home-Server läuft. Und ich greife entweder mit dem Programm zu oder mit einer Website, die ich dafür habe. Und das Problem ist halt, im Moment läuft der Web-Server, da ist die Website drauf und hier läuft nur mal das. Und ja, man braucht viele Komponenten, die da zusammenarbeiten. Und dadurch, durch das Raspberry Pi und die GPIOs, kann ich das System ein bisschen kleiner machen, dass ich hier bloß eine kleine Platine dazu brauche, wo ich ein paar Transistoren drauf habe. Da habe ich da schon mal ein wenig was zusammengelötet, also zusammengesteckt, gelötet ist es gar nicht, zusammengesteckt und das werde ich dann so bauen. Und dann habe ich durch das Raspberry Pi natürlich, jetzt ist die Fernbedienung runtergefallen, habe ich durch das Raspberry Pi natürlich auch den Vorteil, dass ich direkt eine Website draufladen kann und eine Logik mitlaufen lassen kann und das ganze komplizierte Zeug machen, das sonst normalerweise mehrere Computer erfordert. Das war's jetzt mal fürs Erste. Ich melde mich dann mit dem nächsten Video, wenn es dann soweit ist, dass ich erste Ergebnisse vorzeigen kann. Ich zeige noch schnell, wie das mit dem Net.io funktioniert und dann Ende. So, ich habe jetzt hier mein AVNet.io wieder aufgebaut. Ich hoffe, man kann mal sehen, dass es nicht zu so dunkel ist. Hier ist mein Handy wieder. Und wenn ich jetzt meine Stehlampe ausschalte, jetzt soll es richtig dunkel werden, dann hört man es kurz klicken und nach 30 Millisekunden geht es wieder aus. Also so habe ich es auf jeden Fall einprogrammiert. Zack. Und wenn wir jetzt darüber gehen, zur Lampe, sehen wir auch aus, ein. Das funktioniert richtig schnell. Okay, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video.